Jo Leute, was geht? Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu Factorio! Ich kann den größeren Kampfanzug bauen. Ja. Machen wir das doch erstmal. Was brauchen wir? 20 rote Motoren. So. Okay, ja, jedenfalls im letzten Part haben wir mal ein bisschen mit den Aliens gespielt, mit unserem Panzer, ne? Haben wir mal ausgetestet. Ja. Das hat doch eigentlich ziemlich gut funktioniert. Naja. So, der hatte jedenfalls einen sehr viel größeren Platz, das weiß ich. Jo. Dann tauschen wir den doch einfach mal aus hier, ne? Achso, hätte ich gar nicht rausnehmen brauchen. Nee. Das rein. Und was anderes habe ich nicht. Ne. Ich dachte, hier hätte ein bisschen mehr. Ach, hier die Batterien. So. Was haben die? Jetzt. Da brauche ich auch nochmal. Ich brauche nochmal ein paar Motoren mehr. Könnte ich mir auch den Exo-Anzug herstellen. Ja, jedenfalls, was habe ich jetzt als nächstes vor? Als nächstes erstmal zusehen, das war eine Kupferstrecke in Gang kriegen, ne? Weil das Feld hält auch nicht mehr lange da oben. Was ist das eigentlich? Stromschalter. Naja. Ja. Ja, jedenfalls müssen wir wirklich zusehen, dass wir eine Kupferstrecke in Gang kriegen. Weil das Feld hier hält jedenfalls nicht mehr sehr lang. Und ich hatte mir eigentlich gedacht, dass wir vielleicht dann hier den Bahnhof denn haben. Mit mehr oder weniger doppelseitigen. Mehr oder weniger doppelseitigen Abladestationen. Mit, was weiß ich, auch Vierfachwaggon oder irgendwie sowas. So, ja, muss ich mal gucken, wo ist denn das jetzt hier? Ja, aber ich will nicht das ganze Kohlefeld hier einnehmen. Naja. Jedenfalls bei unseren Eisenzug muss ich auch nochmal gucken. Ich glaube, der hängt nämlich schon wieder fest. Weil der Ölzug ihn schon wieder in die Quere gekommen ist. So, jetzt aber. Ich habe keine Schienen mehr. Hier sind tatsächlich die Schienen ausgegangen. Okay. Hier sind tatsächlich die Schienen ausgegangen. Gibt's doch nicht. Das war mir sowas von klar. Hängt da oben schon wieder fest. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, ich. Aber ja, keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht. Ich habe keinen Plan, was das ist, er. So, dann setzen wir es doch gleich mal ein hier. Wo ist jetzt hin?
hast du denn jetzt da wieder reingepackt? Naja. Okay. So, wo ist jetzt schon das Nachtsichtgerät hin? Und du sollst das nicht aufnehmen? Sollst da reingehen? Okay. Ja, können wir den halt auch noch da reinpacken. Ja, jedenfalls füllt das jetzt auf. Ja gut, die Batterie ist ja auch nicht großartig voll. Na, weil der Exo-Anzug, der verbraucht schon Energie, ne? Kein Plan. Kein Plan. Wieso? Der jetzt hier jedes Mal, ne, dieses scheiß Problem hat. Tja. Ich weiß nicht, wo da das Problem ist. Das Einzige, was nicht ist, ist denn halt hier. Signale gesetzt. Das ist aber auch das Einzigste. Ich keine Ahnung, wieso da jetzt unbedingt so ein Engpass ist. Stehe ich jetzt nicht so richtig. Nun, was könnten wir denn noch für unseren Anzug bauen? Momentan? Was ist das denn? Alarm. Was? 6. Objekte brauchen Bauroboter? Hä? Naja, weiß ich nicht. Achso, wahrscheinlich, weil ich eben da hinten war und wahrscheinlich die Schienen so ein bisschen beschädigt sind. Sind die Schienen so ein bisschen beschädigt. Ja, weiß ich nicht. Jetzt Bauroboter ankommen oder nicht? Gibt es keine Elektrizität drin, ja? Aber diesmal hat das geschafft ohne Probleme. Meine Herren, ich will das Zeug nicht rausnehmen. Ne, man kann aber auch nicht rein da. Naja. So, ach, dieser Zug, der hat mich schon wieder komplett abgelenkt, ne? Keine Ahnung. Dieser Eisenzug da jedes Mal feststeckt. Das hat mich schon wieder komplett abgelenkt. Ich weiß auch gar nicht, wo die Bauroboter überhaupt abgeblieben sind.
müssten ja hier irgendwo hier oben sein, normalerweise. Das ist Logistik. Achso, ja, Schienen. Jetzt weiß ich es wieder. Schienen wollte ich ja. Nochmal einige, ich muss nochmal einige Schienen bauen. So war das. Genau. Sag ja, dieser Zug da, der nimmt mich hier so ab, dass er da oben feststeckt. Nicht alles. So. Na komm, dann bauen wir lieber die 200. Das ist schon nicht gerade eine kleine Strecke, ja, ne? Das ist nicht gerade eine kleine Strecke. Nee. Ja, dann wollen wir mal gucken hier. Kommen Sie zu. Ja, und das ist auf jeden Fall ein ziemlich großes Feld. Normalerweise, wenn ich jetzt hier... Ja, das weiß ich nicht. Kommen die Bauroboter bis hier hin? Oder nicht? Nee, keine Ahnung, wie das läuft. Ob ich Bauroboter in der Tasche haben muss, ne? Die dann mehr oder weniger aussetzen muss oder was? Dann würde ich sagen, baue ich mal kurz so ein paar Bauroboter. Junge, ist ja schon nicht unbedingt so schlecht, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, wo diese Bauroboter abgeblieben sind, ne? Das ist auch eine Logistik. Aber die müssen ja irgendwo hier abgeblieben sein, da oben. Na, nicht alle. 11, ja doch. Ansonsten muss ich die vielleicht irgendwie hier... Nee. Ich will mal kurz gucken, was sie denn halt machen, wenn ich jetzt halt... Na gut, das hat schon wieder nicht sehr viel Energie getankt jetzt hier. Das Ding. Ach, guck an. Tatsache, man muss sie nur in der Tasche haben, die Bauroboter. Dann laden sie sich kurz auf. So, alles weg hier. Sieht so aus. Nee. Gut zu wissen. Naja, Leute. Machen wir hier im nächsten Part weiter. Ne? Bedanke ich mich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Ja, über Daumen, Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.